9 Euro kostet die Nacht im ehemaligen DDR-Bunker. Ist natürlich Entertainment. Ja, Entertainment ist ein Stück weit wichtig für viele im Urlaub. Ich glaube, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Den Kasernenturm gibt's übrigens inklusive. Nach diesem Urlaub ist etwas Erholung auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe schon genug Stress in meinem Leben. Dann noch ein Typ, der da morgens kommt. Einfach aufstehen, ey. Das ist ja wie so ein Bootcamp. Ich glaube, das ist wieder so besonders. Ey, Kollege, weißt du, wo ich letzte Woche war? Ich bin im Bunker gepennt. Ne, ich glaube, das ist was Besonderes. Besonders ja, aber der Militärdrill ist auch gleich mitgebucht. Nur für Leute zu empfehlen, die es sich mal so richtig geben wollen. Deshalb reicht's nur zu Platz 5. Unser Platz 4.